Hallo Freunde des Sports, der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei dem Fußballmanager 2013. Und ja, leider ja nach der Niederlage gegen Bayern so ein bisschen demotiviert, vielleicht die Mannschaft auch. Und auch ich ein bisschen. Bin ein bisschen niedergeschlagen, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich bin da mit Erwartungen reingegangen, die ganz anders waren, dass wir dann da so ein Spiel zeigen. Hätte ich natürlich vorher auch nicht erwartet, ne? Und da kann man eigentlich zufrieden sein, dass überhaupt so ein Spiel zustande kam. Von daher sollte man da einfach mal davon ausgehen, dass die Spieler die Tore halt zu ungünstigen Zeitpunkten geschossen haben, beziehungsweise dann halt ein bisschen die Kräfte sozusagen weg waren. Das ist gegen eine Mannschaft wie Bayern vielleicht nicht ganz so toll, mit 100% Einsatz zu spielen die gesamte Zeit über. Da muss man halt mehr Tore schießen als der Gegner. Und das war nicht der Fall. Ist dann nämlich oft so, dass solche 100% Einsatzgeschichten das zur Folge haben. Vielleicht hätte man aber gegen Bayern auch mal auf diese 100% verzichten sollen. Aber das weiß ich vielleicht für die nächste Saison dann. Ihre Spieler Arne Heimroth oder ihr Spieler hatte in den letzten Wochen fast jeden Tag eine Stunde zusätzlich nach dem Training am Kopfballpendel verbracht. Er hat sich dadurch sichtbar verbessert. Das ist doch super. Allerdings brauchen wir dich eher in der Manndeckung. Das ist nämlich noch so ein Problem, was wir haben. Trotz der Partie haben wir hier trotzdem so eine Moral. Die dürfte noch. Oh, die Form von Endogan Murat ist hier richtig stark gesunken durch das Spiel. Das ist natürlich böse. Das ist ja richtig extrem, wie die runtergegangen ist, ne? Ich weiß nicht, wo die vorher war, aber ich denke mal, die wird viel höher gewesen sein. Das geht ja gar nicht. Wir sehen hier von Jorre die Form, die ist bombastisch, die geht nicht höher. 17, ich glaube nicht, dass es höher geht. Und wir machen mal weiter hier. Können dann vor dem Training, vor dem Spiel immer noch sagen, hier, hallo und schönen guten Tag. Jorre, was? Jorre wird nicht Spieler des Monats. Fußballer des Monats. Das ist natürlich schade. Und jetzt entscheidet sich eigentlich, wo wir mit unserem Verein hinsteuern, auf welchen Tabellenplatz. Der Mai beginnt und die letzten drei Spiele stehen vor der Haustür. Sie erhalten ein Angebot für Markus Wurza. Kannst du erstmal scouten, den Typen, damit wir den auch mal kennenlernen. Danach können wir eigentlich immer noch. Jo, kannst du gerne tun. Du hast eh nicht wirklich eine Aufgabe, die sinnvoll ist. Jo, wir machen da erstmal mit. Die 44.000 haben wir dann doch noch, um das mal zu schauen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sehen wir dann ja. So, indem wir wahrscheinlich in die zweite Mannschaft mit übernehmen, weshalb wir den hier mal ein bisschen nach oben preschen lassen. Trainingsziel für Dürr und für Meier. Na, den können wir hier auf jeden Fall nochmal hoch machen. Die Dürr sehe ich jetzt nicht wirklich Verwendung in der Mannschaft. Für eine hängende Spitze. So. Alles klar. Ich denke mal, da gibt es noch einige, die ein paar Trainingsziele erreicht haben, aber so wichtig ist das jetzt nicht. Das können wir dann alles machen, wenn die zweite Mannschaft auch steht. Ich weiß nicht, wo die dann startet, ob die in der Oberliga startet oder gleich in der Regio. So, was wird dann gemutmaßt? Es wird sogar gemutmaßt, dass wir hier bleiben. Dass sich nichts verändert, außer hier unten noch. So ein bisschen was. Aber es sind auch Mannschaften, die momentan in der Liga, ne, relativ gut dastehen oder standen. Also Hannover, gut, die waren jetzt nicht im direkten Abstiegskampf, aber hier sind die irgendwo unterwegs. Augsburg ist, glaube ich, hier relativ weit vorne momentan und Mainz dürfte auch hier irgendwo nochmal so rumspringen. Sowas wird dann gemutmaßt. Bei uns sind es drei Unentschieden, na, das ist ja richtig toll. Also da haben sie sich ja richtig viel ausgedacht. Können sie uns also gar nicht so wirklich einschätzen. Das ist natürlich eine lächerliche Prognose hier von irgendwelchen ganz faulen Leuten gemacht. Was ist denn das hier? Also ganz ehrlich, nur Bayern gewinnt, der Rest spielt unentschieden. Was ist denn das für eine Prognose? Das wird niemals passieren. Ähnlich dieser Tag. Unentschieden, 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 unentschieden. Nur Dortmund gewinnt, Gladbach gewinnt und Bayern. Also was ist das denn für eine Prognose hier? Da hättet ihr euch echt ein bisschen was einfallen lassen können. Und auch an diesem Tag nur zwei Siege, und zwar von Bayern und Dortmund. Weil die dann doch eindeutig stärker sind. Der Rest ist hier wieder mit dem Unentschieden abgefertigt worden. Also so wird es garantiert nicht ausgehen, das kann ich euch versprechen. Solche langweiligen Spieltage gibt es nie. Tolle Musik, die wir hier bekommen. 15. sind sie sogar, Hertha BSC. Und die haben das erste Spiel gegen uns auch verloren. Das heißt, jetzt heißt es für uns den Sieg nach Hause bringen und somit dann unsere Tabellenposition auf jeden Fall festigen. Nach vorne ist noch was möglich, wir können Dortmund noch überholen. Das geht, das ist drin.
Das sollte nicht unser Anspruch sein, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wir können, wenn wir auf diesem Platz bleiben, auch Champions League Qualifikation spielen. Problem daran ist natürlich, dass wir in der Qualifikation so spielen müssen, dass wir auf jeden Fall noch dann trotzdem international spielen. Aber das sind alles noch so Klänge, die klingen zwar wirklich sehr, sehr schön und gut, aber wir können, wie gesagt, noch auf Platz 8 runterfallen und das relativ zügig, nämlich mit einem Spiel, wenn wir das schlecht machen. Und deswegen sollten wir erst einmal schauen, dass wir die nächsten Spiele gut spielen und dass wir immer von Spiel zu Spiel denken und die hochgesteckten Ziele eventuell erstmal zurückstecken. So, Nils Schrader kann mal wieder spielen, ist hier gut in Form und warum sollte ich den dann nicht spielen lassen? Endogan Murat macht momentan einen richtig, richtig schlechten Eindruck, was die Form angeht. Allerdings mit Giroud Martin will ich da nicht das Risiko eingehen, den da drauf zu lassen. Gregor Ritter hat sich gut gemacht. Mario, den will ich ja auch wieder pushen eigentlich. Der soll ja auch wieder häufiger spielen. Ist bloß momentan halt wirklich schwierig, wenn man dann einen Jualda hat, der zwar auch nicht wirklich doll drauf ist, aber der dann doch schon ein bisschen besser spielt. Wir haben es auch wieder hingekriegt, die Mannschaft frische technisch einigermaßen aufzupolieren. Das ist auch eine gute Leistung. Denn das war auch zuletzt immer ein großes Problem. Gerade Jorre und so weiter, die waren meistens nicht fit. Jetzt haben wir dann doch mal eine Mannschaft, die einigermaßen fit sein müsste. So, können wir dem hier noch irgendwas Vernünftiges sagen? Das wollen wir nicht haben. Jualda hat gut trainiert. Joa, alles klar. Und dann nochmal Jermaine Player ein bisschen motivieren. Natürlich ist es immer besser, Spieler zu motivieren, die auch hundertprozentig spielen werden. Bei Jualda ist es immer davon abhängig, wie der Spieler spielt, der momentan auf seiner Position natürlich drauf ist. Yusuf Aydin dürfte noch motiviert werden können. Auch nicht. Ich gönne dir eine Pause, du bist müde. Eigentlich ist er nicht müde, deswegen brauche ich ihm das nicht sagen. Das ist immer so eine Sache. Ich sage lieber nur Sachen, die auch wirklich sicher sind. Ansonsten kann es nämlich mal passieren, dass die einfach in so ein Formtief fallen, nachdem die ihre Moral einfach mal nach unten fallen lassen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das war es jetzt auch schon an Gesprächen. Mehr will ich da gar nicht machen. Wir gucken nochmal, ob die Aktien hier entsprechend gestiegen sind, wie ich mir das erwartet habe. Quatsch, das ist unsere Aktie, die haben wir nicht gekauft, die haben wir gekauft. Die ist schon ein bisschen gesunken. Warten wir halt noch ab. Irgendwann wird es wieder oben sein. Wir haben ja gar nicht so viel investiert, von daher passt es einigermaßen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Spiel gegen Hertha BSC doch mal an. Wenn wir jetzt hier wieder eine Siegprämie bringen, dann nehmen die, glaube ich, nicht mehr ernst. Deswegen müssen wir erst einmal darauf verzichten. Hertha BSC mit einer relativ guten Form. Also zuletzt dann doch nochmal ein bisschen aufgebäumt anscheinend. Da bin ich gespannt, wie sie gegen uns spielen werden. Ja. Das sind so Sachen, das motiviert doch keine Mannschaft. Wir holen mindestens ein Unentschieden, so geht doch kein Trainer an ein Spiel ran. Wir werden nicht verlieren, das ist auch keine Sache. Ein Remis schaffen wir auf jeden Fall und wir können das gewinnen. Ja, das ist immer so eine Sache. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind die erstmal extrem demotiviert, deswegen gibt es wieder die Standardansprache. Und dann mal sehen. Gegen diesen Gegner haben sie als Manager blablabla. Zwei Aufsteiger letzte Saison treffen aufeinander. Ja, offiziell sind wir ja auch Aufsteiger. Denn ich habe uns hier für Braunschweig reingebracht. Ja, wir haben bereits einen 2:0-Sieg feiern können gegen die Mannschaft. Wir haben immer zwei Tore Minimum erzielt in den letzten sechs Partien. Das soll heute auch so sein. Nur soll es am Ende nicht wieder Gegentore regnen. Wie gegen Bayern, das war ja schon extrem. 4:2 geführt und dann noch vier Gegentore bekommen. Das war auch eine Sache, die Endogan Murat mitverschuldet hat, weshalb jetzt seine Moral, beziehungsweise, nee, es war ja seine Form. Seine Form sehr, sehr schlecht ist. Die Moral passte ja noch einigermaßen. Aber der Spieler ist wirklich sehr, sehr davon abhängig auch, wie die aktuelle Form ist. Für so einen jungen Torwart wird es wahrscheinlich auch deswegen so sein, dass er relativ schlecht ist, weil er halt einfach sehr, sehr jung ist. Ja, diese jungen Torhüter werden in Spielen meistens relativ schlecht eingeschätzt, weil Torhüter generell immer älter sind als Feldspieler oder was heißt generell, meistens halt. Dass mal ein wirklich junger Torwart stammt die ganze Zeit und da ist das erste Ding drin. Der gegnerische Torwart ist auf jeden Fall nicht auf dem Posten, denn das Ding hätte er haben müssen. Lässt den hier abtropfen und somit
Wieder über ihn drüber und rein, Jorre, und das noch ein Ding. 30. Tor im Wettbewerb. Also der haut hier einen raus. Das ist die wahre Freude. Jorre gibt uns einen Eckball. Wieder falscher Fuß da. Warum spielt er denn mit dem falschen Fuß? Man sieht, wie schwach wir bei Standards auch wirklich sind. Selbst nachdem der Ball schon relativ sicher ist, kriegen wir das nicht hin. Und Jorre mit dem 3:0. Also da ist gar keine Gegenwehr bisher vorhanden von Hertha BSC. Ich dachte, die haben den Abstiegskampf hier jetzt langsam in Angriff genommen. Aber ein 3:0 sagt doch was ganz anderes. Spricht eine andere Sprache. Und Endogan Murat mit einer Parade, die auch wichtig ist. Egal, wie gut der Ball jetzt getreten war vom Gegner, ist es wichtig, dass er jetzt wieder Bälle fängt. Dass er wieder Bälle auch kriegt. Genau solche Sachen hier. Das festigt natürlich einen Torwart ganz enorm. Lars Thiel mit der Flanke auf Kenzo und auch der darf das Ding verwandeln. Also der Torwart macht da nichts, ne? Da steht er da und guckt zu. Ui, und der bleibt noch liegen. Durchs Regenwetter hätte er jetzt nicht klären müssen. Jualda, ui, hat's da versucht mit einem Trick. Na gut, bei dem 4:0 darf man das gerne mal tun. Aber wie gesagt, wir haben gegen Bayern auch 4 Tore geschossen, haben 6 bekommen, ne? Da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht hier auch wieder so wird. Da wird dann am Ende die Ausdauer nochmal eine richtig klare Sprache sprechen. Und wer dann am Ende mehr hat, ist fraglich. Aber wir haben in diesem Spiel auf jeden Fall am Anfang sogar mehr Ausdauer als in dem Spiel gegen Bayern. Da haben halt 3, 4 Spieler nicht ganz so eine gute Ausdauer gehabt von Anfang an. Unter anderem auch Jorre, der trotzdem 3 Tore gemacht hat. Wer weiß, was der noch geschafft hätte, wenn er hier mit einer 90er Frische reingegangen wäre. So, da ist er wieder gefangen, Murat. Also die versuchen es auch nur aus der zweiten Reihe. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt gefährlich sind. Aber wie gesagt, das brauchen wir erstmal, um Murat aufbauen zu können. Und ich denke mal, das ist ein ganz gutes Mittel dafür. So, 4:0. Ja, was will man eigentlich mehr in der Halbzeit? Aber nach dem letzten Spiel bin ich vorsichtiger geworden. Und sage einfach mal, dass ich zufrieden bin, wenn das wirklich auch so bleibt. Ja, das war ein super Spiel. Die haben gar nicht in ihr Spiel gefunden, die Berliner, aber muss man sehen, ob das so bleibt, ne? Ich kann jetzt auch nicht wirklich irgendwie hier groß motivieren, hier ist nichts schiefgelaufen, so wirklich. Ich kann nur denen hier sagen, hey, macht so weiter und hier vorne vergeben wir einfach mal ein Lob. Das kommt auch mal ganz gut an. Moral plus 6 und Selbstvertrauen plus 2 trifft natürlich den, der eh schon ganz viel davon hat, aber gut. Dann legen wir weiterhin los hier. Halbzeitansprache. Genau so soll es ja weitergehen. Ja, genau das will ich ja sehen. Genau das, was bisher hier passiert ist. Da ist ja nichts schlecht gelaufen. Alles ist so gekommen, wie ich es wollte. Und somit können wir hier mehr als zufrieden sein. So darf natürlich das Ende der Saison gerne ausklingen. Und dass man sich da gegen Bayern auch... Ja, gelb. Genau. Dass man sich gegen Bayern da auch nicht demotivieren lässt. Ui, ist wichtig gewesen. Schutowski hat's versucht. Aber leider, leider nicht reingegangen da am Ende. Und das zweite Spiel auch mit Regen, ne? Fällt mir gerade auf. Naiko, eieiei. Ne, das war Kenzo, glaube ich. Naiko hier haut den Pass, gibt Gelb für ihn. Den wollen wir natürlich nicht verlieren, gerade in seiner Hochform momentan. So gut war er nie. Und so gut wird er vielleicht auch nicht nochmal werden. Wer weiß, ich hoffe es natürlich. Natürlich sind die auch sehr, sehr jung. Ja, da kann alles noch kommen. Lars Thiel wird da, glaube ich, gefoult. Uiuiui. Und jetzt ist so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt kommen wir nicht mehr wirklich an den Ball. Das kann natürlich an der Form, an der Frische liegen, ganz klar. Aber jetzt kommen die Pässe nicht mehr so wirklich an. Jualda spielt den Ball raus, kennst du auf Jorre. Jorre ist komplett frei und läuft bis zum Tor. Da ist das 5:0 und jetzt lege ich mich fest, das wird der Sieg sein. Da wollen wir jetzt aber keine unnötigen Risiken eingehen und schonen natürlich hier Naiko, der hier keine rote Karte kriegen soll, beziehungsweise eine gelb-rote. Von daher geht er mal runter. Und ansonsten wollten wir natürlich auch Jermaine Player nochmal auf dem Feld sehen gegen Lars Thiel, der nicht ganz perfekt hier gespielt hat, aber wahrscheinlich auch ganz gut war. Mario soll auch wieder spielen. Das sind so die Spieler, die demnächst wieder in ihre Form oder zu ihrer Form zurückfinden sollen, weshalb ich die jetzt spielen lasse. Ist jetzt nicht so, dass die Spieler, die da bisher drauf waren, irgendwie schlecht waren oder so. Wie gesagt, soll die einfach nur ein bisschen motivieren. So, Liam Bohnen. Schlecht gemacht. Schudo geht nicht an den Mann.
ganz schlechter Ball, der da im Endeffekt auch Glück für uns bedeutet. Denn das hätte auch anders aussehen können. Und die Grätsche von Lars Thiel, auch eine richtig schlechte. Jetzt geht er runter. Ich hoffe mal, dass jetzt das Ganze als abgeschlossene Aktion gewertet wird, denn sonst kriegen wir ganz oft nach Auswechslungen die Gegentore. Jorre! Uiuiui, beinahe nochmal das Ding. Mit einer hundertprozentigen Quote geht er also nicht raus aus dem Spiel, aber wird ähnlich gut sein. Kenzo, ja, schade. Aber am Ende weiß ich nicht, ob diese Ergebnisse dann noch realistisch sind. Hier gegen Hertha wirst du ja auch mit einem 5-0 rausgehen. Kann ja sein, dass das nächste Spiel wieder anders aussieht, aber ich möchte eigentlich nicht diese ganz hohen Ergebnisse hier ständig haben. Wir haben ja auch davor schon ein paar Partien mit 3-0, 4-1 und 4-0 und solchen Scherzen da gehabt. Ich hoffe mal, dass sich das so nicht einpegelt. Ja, gut von Murat. Und das war auch mal eine wichtige Aktion von ihm, die ihm hoffentlich wieder ein bisschen Auftrieb gibt für die nächste Partie. Und dieser Sieg 5-0, ein ganz klares Ergebnis. Also da war von Hertha BSC eigentlich nichts zu sehen, nichts Gefährliches aufs Tor gekommen. Und deswegen mehr als verdient dieser Sieg. Ich hoffe mal, dass Dortmund patzt. Ja, das hoffe ich wirklich, damit wir an Dortmund noch rankommen, denn das ist möglich. Ja, mehr als möglich. Das war sogar abzusehen zuletzt. Allerdings haben die jetzt zuletzt wieder gesiegt. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt langsam wieder in ihr Spiel finden. Schauen wir uns das doch mal an. Ja, der Gegner hier katastrophale Noten. Bei uns eigentlich der schlechteste Liam mit einer, ach nee, Quatsch, Schuto mit einer 3,5. Und draußen leider keine Noten mehr bekommen, weil ich die relativ spät gebracht habe. Aber gut, wir mussten ja auch warten, bis da auch Sicherheit besteht. Ansonsten die Stimmen des Spieltags. Die Ergebnisse habe ich jetzt gar nicht wirklich beachtet. Ach, Mensch. Besser einmal 0-5 als dreimal 0-1, sagt der Hertha-Trainer. Das ist natürlich Motivation. Das Schlechteste am heutigen Spiel ist, dass ich nichts zu meckern habe. Ja, das ist wirklich so. Also diese Sachen, die sprechen mir auch immer aus der Seele hier, oder fast immer. Zitat des Tages: Wir haben mit einem Arbeitssieg das Spiel gewonnen, sagt Trainer Thomas Schneider bei Stuttgart. Und wir gucken uns jetzt mal die Ergebnisse an. Wir bleiben auf Platz 4, können nach hinten hin im Endeffekt nicht viel Boden gut machen, da Stuttgart gewinnt, da Frankfurt gewinnt, die hier wahrscheinlich gewechselt sind. Ja, Stuttgart ist einen Platz gestiegen und Frankfurt ist, glaube ich, auch einen Platz gestiegen, weshalb das Ganze hier nicht ganz so positiv für uns ist, aber ja, auch nach vorne hin. Dortmund gewinnt gegen Leverkusen. Bringt uns ja dann doch was, dadurch, dass Leverkusen jetzt 4 Punkte hinter uns ist. Wird aber trotzdem am Ende spannend. Ja, wir könnten sogar noch immer auf Platz 3 kommen. Wenn Dortmund das nächste Spiel gewinnt, ist der Platz nach vorne nicht mehr zu holen. Aber gerade Frankfurt sehe ich auch als stärksten Konkurrenten. Sollen wir uns mal die Form angucken? Ja, wenn wir mal nur die Rückrunde nehmen. Das ist ab Spieltag Nummer 18. Hat Frankfurt 33 Punkte geholt. Und umso später wir hier reingehen, umso weiter werden die auch nach oben steigen. Könnte sogar sein, dass die Bayern einholen. Nee, Bayern hat hier wirklich die letzten 100.000 Spiele gewonnen, wie es aussieht. Das letzte Mal verloren haben die vor. Hä? Warum steht hier immer die ganze. Achso, das sind die letzten Ergebnisse generell jetzt bei uns. Die ändern sich also nicht. Alles klar, ich dachte gerade hier, hä, wie geht denn das? Bleibt immer dieselbe Form. Aber die haben die letzten 9 Spiele allesamt gewonnen, ja. Und Frankfurt hat, glaube ich, auch in diesen Spielen hier 7 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden. Da sind wir dann noch die drittbeste Mannschaft, was die Form angeht. Aber man sieht schon, Frankfurt ist unser wirklich stärkster Konkurrent da noch. Von den Mannschaften, die auch hinter uns sind. Nicht nur, weil die direkt hinter uns sind, sondern auch wegen deren wirklich starker Form. Und beste Spieler, da wird jetzt Jorge nochmal richtig einen draufgelegt haben. Eine richtig große Schippe. Lewandowski macht einfach keine Tore mehr. Wird er gar nicht mehr gesetzt? Ist er verletzt oder was ist da Phase? Auf jeden Fall macht Kurani jetzt hier Platz 3. Und ich denke mal, Mandzukic könnte auch noch an Lewandowski vorbeiziehen in den letzten 2 Partien. Wer weiß, wenn der nicht trifft. Ansonsten haben wir jetzt 5 Tore Vorsprung mit Jorge. Und wieder eine Quote, die so enorm ist, dass sie wahrscheinlich bis zum Ende halten wird, dass er am Ende wirklich pro Spiel mindestens ein Tor gemacht haben wird. Das ist wirklich bombastisch. Da kommt auch nichts gegen an und Joche bleibt weiterhin bei uns auf jeden Fall mehr als gesetzt.
Ansonsten können wir uns gerne auch nochmal die, ach nee, das machen wir am Ende. Die ganzen Statistiken angucken, das machen wir am Ende. Weiße Weste haben wir noch gekriegt, indem wir hier wirklich einfach fast jedes Spiel, was wir hier auch gewonnen haben, außer gegen Bayern eben mit einem zu Null Ergebnis zuletzt gespielt haben. Endogan Murat hoffentlich jetzt auch wieder mit einer relativ guten Geschichte hier. Jetzt erst Manager Level 3, aber dann doch ganz gut verdient, würde ich sagen. Mannschaft der Woche, Jualda, Nils Schrader und Jorre. Ja, Schrader, das erste Spiel hier wieder nach zweimal, glaube ich, Bank. Hat ihm, glaube ich, gut getan. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch seiner Stärke gut tut, damit es ihm dann auch langsam mal gefällt hier das Ganze. Ansonsten war Schrader ja so der Kollege. Oh ja, der hat Punkte gemacht. Obwohl, daran liegt es ja. 3 Punkte durch Form. Ja, der Schrader, der war ja so der Kollege, der verliehen werden wollte, in der Innenverteidigung spielen wollte und so weiter. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil die Position einfach für diese großen Stärkewerte wahrscheinlich nicht prädestiniert ist. Vielleicht einfach nur, weil gerade diese Mittelfeldspieler hier, die Offensiven und die Defensiven, einfach ein bisschen älter sein müssen. Ne? Mit einer 16 schon so eine wirklich wichtige Position zu besetzen, das ist wahrscheinlich einfach für Spiel einfach nicht so gedacht. Ja, dass ich die so jung gewählt habe, ist einfach, dass sie natürlich sehr viel Erfahrung und Stärke sammeln können in der Zeit. Aber gerade für diese Position ist es vielleicht schwierig. Na gut, ich würde sagen, die letzten beiden Spiele gegen Augsburg-Hoffenheim werden wir uns dann noch reinziehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.